Guten Morgen, meine Lieben. Neue Woche, neues Glück. Ja, guten Morgen, Tisch und Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in meinem Wochenvlog, Leute. Mir oder ich nehme euch wieder mit in die nächste Woche. Wir gucken uns an, was wir gemacht haben bis jetzt schon. Was noch ansteht in der Woche, das Galles, jawohl, das alles seht ihr gleich. Boom! So Leute, was soll ich euch sagen? Wir haben die Woche hat eigentlich ganz gut angefangen gestern. Gestern den Tag, den haben wir schon geschafft, habe ich noch nichts gefilmt. Heute war ein bisschen stressig. Wir müssen unten eine Terrasse machen. Die muss fertig werden die Woche. Das heißt, das Ganze haben wir jetzt vorgezogen. Ich habe aber gestern hier schon ein bisschen gefugt. Ja, hier ist alles ausgefugt. Das sieht man hier. Alles ausgefugt. Sauber, ordentlich. So, hinten ist auch schon gefugt. Hier ist noch nicht gefugt. Dann war ich vorgestern meine Schiene abholen. Die haben wir jetzt beigeklebt, hier die Nische gemacht. Die ist auch wieder on point. Die Gärungsschnitte sind einfach wieder optimal. Man erkennt sie fast nicht, so sauber sind die geschnitten. Hier im Prinzip umgedreht wie in dem anderen Bad. Ne? Das Ganze wird dann noch gefugt. Ich weiß noch nicht genau, wann. Wir machen morgen, ich musste heute, wie gesagt, aufhören hier drin, bin dann runter auf die Terrasse, den Kollegen helfen. Morgen werde ich auch noch helfen, dann werde ich wahrscheinlich, aber nur einen halben Tag, weil ich glaube, die kommen zu zweit, klar. Und dann kann ich morgen hier fugen, da kann ich auch mal ein bisschen Stativ aufbauen. So sieht übrigens aus. Einmal gefugt und einmal abgewaschen. Da ist er nicht nachgewaschen. Ne? Einfach nur mal zum Vergleich zum Azubi. Ne? Aber gut, das sind halt Azubis, die lernen das noch. Ne? Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre schon. Terrasse zeige ich euch morgen auch noch. Jetzt hauen wir ab, weil ich muss jetzt noch eine neue Scheibe holen für den Nassschneider. Die ist nämlich komplett runter. Wir müssen alles mit der Flex wieder im Moment schneiden. Katastrophe. Deswegen fahre ich ein bisschen früher weg. Die muss ich noch organisieren. Und dann geht es morgen weiter hier. So, dann meine Lieben. Was ist denn heute los? Was ist heute los? Naja, was ich sagen wollte, meine Lieben. So, ich habe letzten Monat gesehen, ich hatte ein Kanalmitglied. Ne? Kanalmitgliedschaft bedeutet im Prinzip, die Leute bezahlen Geld, dass sie Kanalmitglied sind. Ne? Im Prinzip ist das Ganze nur dafür da, um den Creator, sage ich mal, zu unterstützen, den YouTuber zu unterstützen. Die Kanalmitgliedschaft hat er, glaube ich, wieder gekündigt. Ist auch vollkommen in Ordnung. An dieser Stelle will ich euch ganz ehrlich sagen, spart euch das. Macht das nicht. Ich meine, ich finde das nett und schön, aber spart euch das Geld, weil im Prinzip soll man durch diese Mitgliedschaften Vorteile haben. Ich bringe euch aber keine Vorteile. Ich habe da keine Zeit für, weil ich halt den ganzen Tag auch arbeiten muss. Ich mache schon jede Woche mein Video. Ich habe aber keine Zeit, da irgendwelche Vorteile mir auszudenken, irgendwelche Leute zu bevorzugen. Will ich auch nicht, dass die Leute Geld bezahlen und da irgendwelche Vorzüge haben. Deswegen lasst das einfach sein mit der Kanalmitgliedschaft. Ne? Muss nicht sein, spart euer Geld. Mir reicht das, wenn ihr einfach Follower seid. Das finde ich gut. Ne? Oder was sagst du, Thomas? Das reicht uns. Vor allem ist das halt auch diese Kanalmitgliedschaft, wenn man das immer und immer wieder anspricht. Ich meine, ihr habt das mitgekriegt, ich habe das noch nie angesprochen, weil ich das halt auch so busy bitten und betteln finde. Finde ich auch ein bisschen scheiße. Ne? Von daher, spart euch das. Abonniert einfach nur die Glocke, drückt auf Folgen, folgt mir. Das reicht mir voll und ganz hier. Da wird mir immer warm ums Herz, bei jedem Follower. Und ich muss euch sagen, im Moment sind wir auf einem guten Weg. Ey. Das geht immer weiter hoch, Ey. Das wird richtig wild. Warte mal, was machst du da? Den hat ich gerade mit dem Cuttermesser an der Zunge rumgeschnitten. Ach, die Azubis, Leute, die haben nur Scheiße im Kopf, ey. Nur Müll an dem Kopf. Lass uns hier raus, ich mach's noch. Ja, wie gesagt, hier gucke ich dann eventuell morgen weitermache. Erst mache ich noch einen halben Tag Terrasse und wenn das klappt mit denen, dann werde ich hier hochfugen gehen. Ne? Das Schlimmste ist getan. Genau. Das Schlimmste ist getan. Genau. Gestern war kein schöner Tag für mich. Ja. Für Mingo auch nicht. Ja, gestern haben sie irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt ist der Papa runtergekommen, auf einmal hat gelaufen. Ne? Ist geläuft. Ja, ist gerannt. Nee, aber klappt jetzt. Wir haben jetzt zwei Reihen liegen. Morgen hole ich Kamera mit runter, da könnt ihr morgen mal ein bisschen unten gucken. In diesem Sinne, wie gesagt, wir müssen düsen, weil ich muss noch ein Blatt holen. Ne? Für die Scheibe, für den Nassschneider. Bis morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind zurück. Es ist morgens. Wir sind auf der Baustelle. Ich bin in meinem Badezimmer. Ich verfuche heute den halben Tag.
alles fertig und gehe dann nochmal runter auf die Terrasse. Jo, ich glaube, ihr habt mich tatsächlich noch nie beim Fugen gesehen. Gell? Ich habe bisher immer den Azubi fugen lassen. Der ist aber unten bei der Terrasse am Helfen. Das heißt, ich stelle die Kamera mal gemütlich hier auf, in einem schönen Schnelldurchlauf. Und ihr könnt einfach mal zugucken, wie ich das jetzt wegfuche. Erst die helle Wand, danach machen wir die braune Wand. Ich erzähle noch vorher was, bevor ich die braune Wand da verfuche. Genau, so machen wir das jetzt. Und dann holen wir nachher noch gemeinsam die Pappe raus. Der Boden, Duschboden muss auch gefugt werden. Einmal die Pappe raus und dann sieht das schon schnieke aus. Ne? So habe ich mir das vorgestellt und genauso machen wir. Das Fugzeug ist angerührt, ich lasse das gerade noch ein bisschen stehen. Und dann rühre ich das noch einmal durch. Macht das generell beim Fugzeug, lasst das immer mal ein bisschen kommen. Und dann nochmal aufrühren. Weil wenn ihr das direkt verschafft, kommt irgendwann der Moment, da das anfängt zu ziehen. Und dann kommt ihr nicht mehr gut klar damit. Deswegen immer stehen lassen, bis das einmal anzieht. Und dann nochmal aufrühren und dann könnt ihr das ein gutes Stück länger verschaffen. In diesem Sinne, ich rühre jetzt noch einmal durch, stelle die Kamera da oben auf. Da geht's los. So ihr Lieben, ihr habt jetzt gesehen, wie ich die Wand eingeschmiert habe. Genauso habt ihr auch gesehen, dass zwischendurch mal was runterfällt. Ich erkläre euch jetzt mal kurz warum. Ihr dürft das Fugzeug nicht zu dünn machen. Wenn ihr das zu dünn macht, habt ihr nur Löcher drin und ihr wascht euch die Fugen aus. Ne? Das heißt, ein Fugzeug braucht eine gewisse Konsistenz. Umso öfter man dieses Fugzeug verteilt an der Wand, desto gröber wird das und umso steifer wird das. Und dann fällt halt einfach mal ein bisschen was runter, das ist aber nicht schlimm. Ne? So sieht das aus, wenn dann eingeschmiert ist. Ihr seht jetzt hier so Stellen, das kriegt man alles wunderbar weg beim Vorwaschen. Genau aus dem Grund waschen wir auch vor, um die Fugen einfach schön zu bekommen, um ein schönes Fugenbild zu bekommen. Ne? Ich habe mein Schwammbrett schon mal vorgenässt. Das ist das Schwammbrett, so wird vorgewaschen. Kreisende Bewegung. Und damit bringt ihr die Fugen in Form. So. Das machen wir auf der ganzen Fläche und anschließend wird sauber gewaschen. Seht ihr jetzt hier den Unterschied? Hier die vorgewaschene Fuge, ich muss aus dem Licht gehen. Und hier die Fuge, die noch nicht vorgewaschen ist. Das bedeutet, mit dem Vorwaschen, ganz wichtig, kriegt ihr die Fuge in die richtige Form, in die richtige Optik. Und dann kann sauber gewaschen werden. Ich stelle die Kamera wieder auf. Vorwaschen und sauber waschen mache ich immer in einem. Erst die ganze Fläche vorwaschen, danach wird sauber gewaschen. Wenn dann noch Schlieren sind, einmal frisches Wasser machen, nochmal nachwaschen. So, wir gehen jetzt in Vorwaschen und in Abwaschen. So Leute, ich habe jetzt aber mal einen Cut gemacht, um die vorgewaschene Fläche einmal zu zeigen. Und dann seht ihr einfach den Unterschied zu den Fugen vorher. Ja, ihr habt das alles in eine Form gebracht. So, wenn ihr hier zwischendurch noch so kleine Löcher habt, das geht jetzt mit dem normalen Abwaschen weg. Wenn nicht, immer noch mal ein bisschen Fugzeug, dann könnt ihr noch mal mit dem Finger rein. Aber die Fugen, die haben alle schon mal die grobe Form, beziehungsweise die grobe Struktur bekommen durch Vorwaschen. Und jetzt muss nur noch sauber gewaschen werden und dann sieht das Ganze auf jeden Fall deutlich anders aus als vorher, wo es noch nicht vorgewaschen ist. Deswegen ist Vorwaschen auch ganz wichtig. Ne? Vergesst das nicht, das ist wirklich wichtig. Ne? Wie gesagt, so sieht das jetzt aus. Ihr seht ja, die ganze Wand hat noch einen Film drauf und der wird jetzt abgewaschen.
Das ist jetzt fertig abgewaschen. Hier, das meinte ich. Zwischendurch hat man mal da oben so Schlieren. Das geht aber mit sauberem Wasser einfach weg. Jetzt seht ihr auch, die Fugen haben eine schöne Form. Sieht sauber aus, ist auch sauber abgewaschen. Tipptopp. Jetzt gehen wir hier an die Wand. Deswegen das Klebeband. Klebeband, warum? Einfach aus dem Grund. Hier sind helle Fugen, hier kommt braun hin. Guckt euch das an. Ja, wird man am liebsten rinbeißen. Das sieht aus wie Chocolate. Das ist eine gute Konsistenz, Leute. Nicht zu dünn. So ist das tipptopp. Schön geschmeidig, sämig anrühren. Und genau, deswegen habe ich abgeklebt, weil wenn ihr mit dem Braun in die helle Fuge kommt, kriegt ihr halt nicht mehr sauber. Deswegen abkleben. Jo, das Ganze schmier ich jetzt ein. Und dann ist das gut. Ist das gut. Achso, ich stelle hierzu jetzt übrigens nicht die Kamera auf, weil ihr habt das ja eben hier gesehen. Ne? Einschmieren, vorwaschen und sauber waschen. Fugen ist immer gleich, egal welche Farbe, gell? Das heißt, das hier wäre wieder dasselbe. Machen wir nicht. Wir stellen nachher lieber die Kamera aus, wenn wir die auf. Jawohl. Stellen die Kamera auf, wenn wir die Pappe rausholen. Weil das ist immer ein schöner Moment. Ich feiere den immer am meisten, wenn man Badezimmer fertig gefugt hat und man holt die Pappe raus. Und man sieht mal das Gesamtbild. Also, meine lieben Herren, alles fertig gefugt. Mittagspause ist auch vorbei. So, braun ist gefugt. Hier, Nische. Wieder schön auf Gärung geschnitten. Das ist wichtig, macht das. Ja, wie gesagt, es sieht noch ein bisschen fleckig aus, weil es halt jetzt noch am Trocknen ist. Ne? Hier dann übrigens alles geschnittene Platten und geschliffen. Ne? Weil wir ja hier auf die Achsen gegangen sind. Eine Achse Klo. Achse Dusche oder Duscharmatur. Hier hinten seht ihr jetzt, da ist noch so ein kleines Schlieren. Ne? Das bleibt einfach manchmal übrig, das ist aber auch nicht tragisch. Sauberes Wasser machen und einmal nachwaschen. Ich mache das aber erst morgen nach dem Silikonspritzen. Genau. So, ich bin ja im Moment am Springen. Einmal Terrasse, einmal hier oben. Ich mache jetzt hier die komplette Pappe raus. Das zeige ich euch auch, weil das ist immer ein schöner Moment. Und dann ist wieder Terrasse angesagt. Morgen früh dann Silikonspritzen. Wieder Terrasse und ab nächster Woche geht dann ins nächste Bad. Freue ich mich drauf. So, ich stelle euch die Kamera jetzt irgendwo hin, wo ihr schöne Sicht habt, wie wir die Pappe rausholen. Und nachher zeige ich euch einmal das Gesamtpaket. Sagt man das so? Gesamtbild. So. Also, los geht's. Bisschen dezente Musik, bisschen Schnelldurchlauf, Pappe raus, einmal sauber kehren und dann haben wir's. So Leute, genau das ist der Moment, meine Kameralinse, einmal ein bisschen sauber machen. Genau das hier sind die Momente, die ein Fliesenlegerherz einfach höher schlagen lassen. Da sieht man einfach, warum man die ganze Arbeit sich angetan hat. Was heißt angetan hat, ist unser Job, gell? Aber das ist immer das, wo man sagt, jawohl, ich liebe meinen Job. Einfach so ein Endergebnis zu sehen. Pappe raus, einfach dieses stimmige Gesamtkonzept zu sehen. Da geht mir immer das Herz auf. Ich weiß nicht, wie es euch Handwerkern generell geht. Ich glaube, das ist bei jedem so, der leidenschaftlich irgendwie ein Handwerk macht. Aber ja, da wird wie gesagt auch Silikon ausgespritzt. Hier der Gefällekeil vorbei. Muss auch noch einmal komplett vorbeigefegt, Silikon gespritzt werden. Hier alles auf Achsen gegangen. Die Nische. Ich meine, ich lobe mich nicht selbst gern, ne? Aber ich erfreue mich einfach an schöner Arbeit. Und das hier ist eine schöne, saubere Arbeit geworden. Und das gefällt mir einfach. Das sieht einfach schön aus, wenn man dieses Gesamtpaket dann einfach sieht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch die Farbkombination und ja. Das sind einfach die Momente. Da kommt das an. Das kommt einfach im Herzen an. Ey, ohne Scheiß. Macht mir Spaß. Macht mir wirklich Spaß. Bin ich immer wieder froh, jemanden glücklich gemacht zu haben. Leute, die viel Geld für sowas bezahlen. In diesem Sinne, ich zeige euch noch einmal kurz das drüben. Da ist ja schon Silikon gespritzt. Ja, und dann könnt ihr mich vielleicht so ein bisschen verstehen. Hier dann halt noch das kleine Bad. Ne? Hier ist im Prinzip andersrum. Hier ist die Wand halt hell gemacht und die Rückwand hier orange. Aber auch hier
Alles stimmig. Auch hier auf Gärung. Das habe ich euch ja schon letzte Woche in dem Video gezeigt. Ne? So, das freut mich einfach. Auch hier Gefällekeil. Duschrinne. Optimal. Da bin ich immer glücklich. So, moin aus Silikon. Wohnung fertig. Tipptopp. So, wir sind jetzt wieder unten, beziehungsweise ich bin unten. Ich habe ja unten oben jetzt soweit fertig. Morgen kann man Silikon spritzen. Ja, so sieht das aus im Hintergrund. Da hinten ist die andere Terrasse, die ich das letzte Mal gelegt habe. Jetzt machen wir die hier. Haben auch schon gut was geschafft, würde ich behaupten. Morgen nur noch die Schnittstücke, dann haben wir das geschafft. Wir haben zugesichert, dass wir bis Donnerstag fertig sind. Das haben wir geschafft. So, jetzt will ich euch mal sagen, jetzt fragt ihr euch natürlich, oder wahrscheinlich, warum habt ihr da eine Terrasse gelegt und hier eine Terrasse? Da und da. Und was ist mit dem Rest? Weil das ist ja einmal durchgängig. Ist korrekt, sind drei Wohnungen. Die Sache ist aber die, hier zwischen der Wand, wo das Kabel hängt, da kommt nachher ein Sichtschutz hin. Ab da endet die Terrasse, dann fängt die nächste Terrasse an. Und hier hinten kommt auch nochmal ein Sichtschutz hin. Da fängt die nächste Terrasse an. Das heißt, hier die Terrassen sind einfach schon vorgezogen worden, weil die Leute einziehen. Wir müssen noch immer eine Reihe fehlen lassen, bis das Sichtschutz sitzt. Und dann wird beigeschnitten. Und dann zuletzt wird dann die Terrasse quasi hier, die dazwischen liegt, dann gelegt. Ne? Von den Höhen her sollte dann eigentlich alles passen. Vom Fugenschnitt wahrscheinlich nicht, ne? Weil man dann natürlich jede Terrasse einzeln einteilt. Aber das ist auch nicht so tragisch, da eh ein Sichtschutz hinkommt, der das alles abtrennt. Und auch verschiedene Beläge sind. Ich meine, ihr seht das, hier drüben haben wir helle Platten. Hier haben wir dunkle Platten. Ist das auch nicht so tragisch, dass das nicht in einem durchgeht. Ne? Vor allem, das sind verschiedene Fliesen, hat man wahrscheinlich eh immer Größenunterschiede deswegen. Genau, so viel dazu. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, nichts. Wir machen jetzt Feierabend. Ich habe heute mal ein anständiges Blatt für den Clipper gekauft. Von Ruby. Das Ding ist tipptopp. Ja, so eins hätten wir von Anfang an gebraucht. Das macht echt Spaß. Und ich habe vom Fliesenzentrum, von dem Außendienstlausen Fliesenzentrum, den hatte ich letztes Mal getroffen im Fliesenzentrum. Da hat er gesagt, ah, der Fliesenleger. Da habe ich gesagt, ah, der zweite, der mir jetzt heute darauf angesprochen hat. Und der hat mir hier so Bleistifte gegeben. Eine ganze Kiste voll. Und das Geile an den Dingern, die haben einfach so eine rote Mine. So, und das für diese Platten auf dem Nassschneider ist einfach berstig, ey. Da ist er einfach perfekt. Der malt selbst, wenn nass ist. Ne? Das ist schon tipptopp für sowas hier. Wirklich optimal. Ne? Und man kriegt ihn nochmal gut weg. Ne? So, jetzt aber genug geschwätzt. Jetzt machen wir Feierabend. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Morgen letzter Tag, Freitag Geburtstag. Aber bis ihr das hier seht, ist der Geburtstag schon wieder rum. Ne? Weil ihr kommt ja, ihr seht das Video ja immer erst sonntags. So, in diesem Sinne, wir hauen jetzt rein, oder Thomas, was sagst du dazu? Klar hauen wir jetzt rein. Jawohl. Und ihr schaut rein. Genau, wir machen das jetzt. Das wäre fein. Oh, ey, wir so Gaylord-Sprüchen, ey. Ja, auf jeden Fall hauen wir jetzt ab. Genau. Und sehen uns morgen wieder. Bleibt tapfer. Guten Morgen, ihr Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Neuen Tag, jawohl. So, wir gehen jetzt, ihr seht's, ans Silikon spritzen. Jo. Ich will das gar nicht zu detailliert wieder rein zeigen, weil ihr letzte Woche schon gesehen habt. Ne? Ich zeige euch auf jeden Fall nachher das Endergebnis. Und wasche noch einmal nach, das sowieso mache ich immer. Ne? Ja, und dann werde ich hier mal ein bisschen die Bude anfangen aufzuräumen. Muss auch unten bei der Terrasse ein bisschen helfen. Und dann haben wir es schon. Dann zeige ich euch mal das andere Bad, was ab nächster Woche losgeht. Ne? So, ich fange jetzt mal an. Wie gesagt, ich spritze immer erst den Boden aus, lasse das dann einen Moment ziehen, rauche in der Zeit meine Zigarette gemütlich. Und danach kann man eigentlich schon die Wände hochspritzen. Gell? Macht das nicht alles zu nass, dass hier nicht alles am Triefen ist. Und dann funktioniert das ohne Probleme. Ne? In diesem Sinne, ich starte jetzt. So, ihr Lieben. Silikon ist gespritzt, Badezimmer ist nachgewaschen, Badezimmer ist picobello sauber. Gehen wir gleich hoch. Wir sind jetzt einmal hier draußen. Ich will jetzt noch die Terrasse zeigen. Die ist nämlich auch fertig. Und die ist auch schön geworden.
haben die jetzt zweimal noch nachgewaschen. Die sind relativ, hier, die sind relativ rau, die Platten. Deswegen haben wir zweimal nachgewaschen. Aber es sieht wunderschön aus, muss man schon sagen. Gut geworden. Hier vorbei fehlen gelassen, weil hier kommt noch ein Sichtschutz hin, habe ich ja erklärt. Und haben wir auch dabei geschnitten, sobald der Profil sitzt. So sieht das aus. So, jetzt wurde ich einmal gerade unterbrochen, weil die Kundin kam. Genau, ich will da nicht drauf gehen, weil die Leute, die sind halt schon drin, die ziehen morgen ein. Deswegen, und die waren jetzt so in der Wohnung ein bisschen am Räumen. Deswegen will ich da jetzt nicht drüber rennen und davon abgesehen ist die halt jetzt auch gerade schön sauber gemacht. Da würde ich die halt wieder vertreten und das will ich nicht. Ich kann aber jetzt mal ein bisschen näher ran. Ich wollte jetzt eben nicht, gell, wenn die Kunden halt da sind, will ich hier mit der Kamera rumrennen, ist ja klar. Aber ja, so sieht das aus. Sind schöne Platten, sind dunkel. Wenn die Sonne drauf knallt, kann es sein, dass sie gut warm werden. Aber ich sag mal, hier geht es von der Sonneneinstrahlung her. Ich meine, ihr seht, das ist komplett überdacht. Ne? Ja, ansonsten. Wir gehen jetzt nochmal hoch ins Bad, da zeige ich euch noch das fertige Badezimmer oben. Das ist nämlich auch sehr schön geworden. Und dann haben wir schon frei. Morgen hat der Papa Geburtstag, meine Wenigkeit. Moi. Und ja, dann ist Wochenende. Und nächsten Montag geht weiter, nächste Bad. Da zeige ich euch auch noch. So, hier ist unser Badezimmer, wo wir jetzt reingehen. Ab Montag. Hier waren die Maler jetzt schon zu Gange. Die haben schon mal tapeziert. Rückwand wird komplett gefliest, alles 60x120. Die wird hell. Hier vorne wird alles dunkel. Hier ist die Dusche mit einem Sitz. Hier kommt die Rinne hin. Ja, und hier kann man dann nachher schön sitzen. Im Prinzip genauso in der Dusche. Nee, eine feine Sache, ist auf jeden Fall cool. Und freue ich mich drauf, das wird auch ein sehr schönes Badezimmer. Viel Arbeit durch diese Wände hier mit dem Kopf. Hier oben haben sie einfach nicht verputzt. Naja, kann man ein bisschen mit WD auffüllen, das ist jetzt nicht das Problem. Überall Schienen natürlich hin, hier Schienen, alles mit Edelstahlschienen. Hier vorbei wird auch noch gefummelt. Ne? Hier Schiene, da Schiene, da Schiene. Ja. Also ihr seht, da ist alles noch ein bisschen Arbeit. Aber auch das kriegen wir hin. Ich denke, wenn wir am Montag anfangen, sind wir da drauf die Woche. Anderthalb Wochen mit Fugen, Silikon, allem drum und dran. Der Duschboden muss ja noch gelegt werden. Denke ich, anderthalb Wochen sind wir durch. Und dann kommen die Restarbeiten langsam dran. Die Türen werden jetzt nach und nach gesetzt und dann geht voran. Ich gehe jetzt mal die anderen zwei geilen Böcke hier filmen. Unsere alten geilen Böcke. Die sind jetzt live auf Sendung. Ja. Oh, hier sitzen wieder. Ein Heiko in gewohnter Position, immer am Sitzen. Ein Elmer am Schaffen, den Älteren. Genau. Und hast du noch ein paar Worte zu sagen an die Leute? Lernt was Anständiges, gell? Genau. Aber schön sieht aus. Ja, hey, auch gut Badezimmer, ja. Tipptopp. Und gute Platten leer, klar. So, wir gehen jetzt in ein anderes Bad, was ich heute fertig gemacht habe und Silikon gespritzt habe. Wow. Wow. Nee, aber guck mal, allein wenn so ein Silikon gespritzt ist, was das schon ausmacht, gell? Das ist einfach dann nochmal ein ganz anderes Bild, das ist einfach abgerundet. Wo vorher dann alles noch offen war, sind halt jetzt die Ecken verschlossen, Silikon gespritzt. Es gibt einfach das Silikon, man denkt es nicht, aber das gibt dem Ganzen nochmal diesen gewissen Abschluss. Ja. Also ich finde auf jeden Fall, kann sich sehen lassen, definitiv. Und ja, wie gesagt, hier kommen noch die Fenster rein. Aber ja, wie gesagt, haut mal in die Kommentare rein, wie ihr das Badezimmer findet. Ich lasse das Ganze jetzt mal noch mal ein bisschen auf euch wirken, mit einer dezenten, lässigen Musik dabei. Guckt es euch in Ruhe an, haut unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet.
So, Freunde. Ihr habt das Ganze jetzt mal ein bisschen gesehen. Ich finde es schön. Es ist schön. Es ist gewagt, eine gewagte Farbe. Aber ich finde es super schön. Boah, halt das hier. Ich muss mal in einen anderen Raum gehen. Jo. Das, liebe Leute. Eine Sache noch. Wisst ihr eigentlich, was ich so geil finde bei uns in der Firma? Dass mir einfach, dass das alles bei uns so Hand in Hand läuft. Wir als Plattenleger machen den letzten Silikonzug. Zack. Ist der Maler schon am Start. Und hat schon abgedeckt. Also wir geben uns quasi beim Verlassen der Wohnung, klatschen wir ab, während der andere nächste reinkommt. Das finde ich echt cool, das läuft doch sehr gut hier in der Firma, organisatorisch top. Alles aus einer Hand natürlich auch. Ne? Und ja, also mit unserem Innenausbau, das läuft schon alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Generell, da läuft das alles, ne? Aber der Innenausbau, das ist halt das, was ich so hauptsächlich mitkriege, ist schon gut, qualitativ und auch vom Ablauf her. Ne? Aneinander vorbeiarbeiten und so. Naja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Schaut mal noch bei der Tool Group vorbei, da gibt es nämlich ein neues Video von mir, Thema Fliseneinteilung. In einem fertigen Badezimmer erkläre ich euch, wie meine optimale Einteilung ist. Erkläre auch, worauf zu achten ist, wenn man Wände anfängt zu fliesen, weil die so die Achspunkte sind. Sehr interessantes Thema meiner Meinung nach, guckt es euch gerne an. Wie gesagt, auf YouTube bei der Tool Group. Jo, das war's. Ich mache jetzt Wochenende, morgen Geburtstag, wie gesagt. Ich fahre jetzt nach Hause. Und dann hoffe ich, dass ihr ein schönes Wochenende bisher hattet. Ich muss ja immer so reden, als wäre jetzt schon Sonntag, weil das Video kommt ja sonntags. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Bleibt sauber, genießt noch euren Sonntag. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich habe jetzt noch ein paar Produkte bekommen, davon gibt es bald noch mal ein Lernvideo. Coole Produkte, muss ich sagen. Jo, könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ansonsten, wie gesagt, wie immer, Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, kostet nichts. Kommentieren, liken, teilen, wie auch immer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt tapfer, euer Fliesenleger. Ciao, bis zum nächsten Mal.